Hi, da bin ich wieder. Ich habe zwar noch nicht ganz hundertprozentig meine Stimme zurück, aber ich hoffe, das geht soweit. Ja, ich war ein bisschen erkältet, deswegen nicht wundern, wenn es sich ein bisschen seltsam anhört. ja, ich habe hier ein Paket und diesmal ist das ein Wichtelpaket auf Facebook in der Facebook-Gruppe Toys Bistro. Haben wir gewichtelt. Unter anderem. Da passieren auch noch viele andere Dinge. Alles im Bereich Actionfigur natürlich. Und ja, wir haben gewichtelt. Und ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Und ich lasse mich überraschen. Und wir machen das Ganze jetzt einfach mal auf. So. Und gucken, was wir gewichtelt haben. Ich war leider an diesem Wichtel-Video nicht beteiligt. Ich war ein bisschen erkältet. Habe einiges verpasst. Aber ja, lassen wir uns einfach mal überraschen, was da drinnen ist. Erstmal müssen wir schauen, wo es aufgeht. Bin echt mal gespannt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer mein Wichtel geschenkt bekommen hat. Bin ich auch mal gespannt. Vielleicht bringe ich das noch in Erfahrung. Wer weiß, wer weiß. Aber zuerst, ups, werde ich versuchen, das hier aufzumachen. So. Tada! Ich glaube, da oben geht's auf. Ich habe es herausgefunden. Ich habe es herausgefunden. So, bin ich echt mal gespannt, was drin ist. So sieht das Ganze drinnen aus. Und wir schauen jetzt mal, was die Tanja uns da verpackt hat. Oh, ich sehe hier schon Actionfiguren. So, dann schauen wir mal. Wir haben hier. Was haben wir denn hier? Eine Actionfigur. Zu Eishockey 1995. Mit Eishockey habe ich jetzt nicht viel am Hut. Ich war schon mal bei einem Eishockeyspiel in Mannheim. Ich glaube, bei den Adlern war das, genau. Und ich fand es recht interessant. Ich habe auch als Kind einen Eisschläger gehabt. Habe einfach so Hockey gespielt, hobbymäßig. Ja, mal ganz interessant, so eine Actionfigur zu haben. Warum nicht? Also, hinten gibt es noch andere. Oder gab es? Wahrscheinlich gibt es die gar nicht mehr so. Welcher Spieler das ist, weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Die scheint ja schon ein bisschen älter zu sein, weil die auch von der Firma Kenner noch ist. Es gab da wohl noch mehrere. Sagt mir jetzt nichts, aber warum nicht? Zum Thema Sport, eine Actionfigur. So, da geht's noch weiter. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Stickers zu Star Wars The Mandalorian. Und wir haben auch den kleinen Grogu hier dabei. Das sind so Namensschilder. Kennt ihr das noch in der Schule oder auf dem Buch? Oder man kann es überall draufkleben, Notizblock oder so, und dann seinen Namen draufschreiben. Warum nicht? Mal gucken, ob ich das irgendwie verwenden kann. Oh, da ist noch einiges drinnen. Dann haben wir hier zwei DVDs. Und zwar, wem haben wir denn hier? Save the Last Stone. Doch, den kenne ich. Der sagt mir was. Aber es ist schon Ewigkeit. Ich glaube, sie wohnen in einem Gebäude zusammen. Sie lernen dann tanzen, aber er hat. Oder hat sie unterstützt oder irgendwie? War da jemand taub oder so? Ich weiß nicht, es gibt mittlerweile so viele Filme zum Tanzen. Eine DVD. Hier noch eine und zwar King Raphael. Das kenne ich nicht. Keine Ahnung, ob das lustig ist. Kennt das jemand? Sagt mir jetzt nichts. Bin ich mal gespannt. Sagt mir gar nichts. Müssen wir mal schauen, was das ist. So, dann geht es hier weiter. Oh, da ist mir leider was aufgegangen. Also, hier noch ein Hörspiel. Ring Raiders. Ring Raiders. Sagt mir leider auch nichts. Ring Raiders. Oder steht gerade total auf den Schlauch. Ist auch schon etwas älter. Sagt mir jetzt auch nichts, ehrlich gesagt. Nee, keine Ahnung. Ring Raiders. Sagt mir nichts. Ich habe leider auch keine Hörspielkassette, aber ich werde bestimmt jemanden finden, wo man sich das mal anhören oder mal reinhören kann. Und hier haben wir ein. Oh Gott, die Dealmaus. Die kenne ich noch von damals. Das geht auf jeden Fall weiter. Es ist ein Kartenspiel, glaube ich. Oder Memory oder so.
Memory? Auf jeden Fall die Diddlemaus. Da haben die Mädels damals wie verrückt und Jungs Stickers getauscht, Blätter getauscht, diese Plüschtiere gehabt. Meine Geschwister hatten das auch. War nie mein Fall. Da geht es noch weiter, das ist aufgegangen. Wahrscheinlich werde ich auch eins von denen das weitergeben. Mal gucken. Hier, ich kenne die zwar, aber ich warte noch nie was übrig für Diddlemäuschen. So, und dann haben wir hier was Cooles. Erstmal Verpackungsmaterial, aber das meine ich nicht. Und noch mehr Verpackungsmaterial. So, der Karton ist auch schon leer. Wir haben hier, das gefällt mir am besten, von Street Fighter eine kleine Figur. Und ich habe tatsächlich ein paar von diesen kleinen Figürchen. Ob ich sie jetzt habe, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber sie gehört auf jeden Fall, wie heißt sie denn nochmal, zu den Street Fighters. Mega cooles Spiel auf der Super Nintendo damals. Loyal Subject, kleine Minifiguren und ich habe Chuck. Ist das die Chuck? Das finde ich auf jeden Fall am besten, muss ich sagen. Actionfiguren gehen immer. Ja, alle habe ich noch nicht. Die sind auch jetzt gar nicht so leicht hier zu kriegen. Bei eBay kann man die mal ersteigern oder so, aber jetzt hier so zu kaufen, habe ich jetzt nicht gesehen. Das sind kleine Figuren mit leicht größeren Köpfen. Blanke habe ich, stimmt. Blanke habe ich und den Ken, glaube ich. Ich meine, dass ich Blanke und Ken habe. Ich weiß es nicht genau. So, auf jeden Fall mega cool. Die kommt in meine Sammlung. Den Film werde ich mir einmal noch angucken, weil den kenne ich nicht, dass ich wenigstens mal reingeschaut habe. Der sagt mir echt gar nichts. Ich meine, ich habe auch natürlich nicht alle Filme der Welt gesehen. Aber nee, sagt mir jetzt so gar nichts, ehrlich gesagt. Den hier kenne ich, der kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ewig nicht geguckt, ganz klar. Ist doch schon alles lange, lange, lange hin. Ja. Ich dachte, das ist in die Erinnerung, dass sie ein Theaterstück macht irgendwie. Und er sie da irgendwie unterstützt hatte. Aber ich weiß es, wie gesagt, nicht mehr. Alles ewig her. Ja, das war's. Das war mein kleines Wichtelgeschenk, was wir uns gegenseitig so gewichtelt geschenkt haben. Und ich hoffe, dass derjenige, der meine zwei Figuren bekommen hat, sich genauso freut. Und war natürlich eine nette Sache. Gehört irgendwie zu Weihnachten auch dazu. Und dann freue ich mich schon auf nächstes Jahr, aufs nächste Wichteln. Juhu! Und die kleine Figur hier, die werde ich mal... Ich muss erst mal meine anderen rauskramen. Ich weiß gar nicht, wo ich die habe. Die dazustellen. Ja, cool. Dann auf jeden Fall vielen lieben Dank. Wie gesagt, Facebook, Toy Bistro, wenn ihr da auch mal reinschauen wollt. Wichtel ist zwar jetzt vorbei, aber es kommen viele, viele andere Aktionen, Auktionen, Sales, Verlosungen auch mal und natürlich viel Austausch zwischen Sammlern und das macht natürlich mega viel Spaß. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich die auspacken sollte. Ist das mehr so zum Hinstellen oder sollte ich die vielleicht einfach mal rausholen? Ich weiß es noch nicht. Muss ich mal schauen. So, dann würde ich sagen, das war's jetzt wirklich. Dann, ja, bald einen schönen dritten Advent, je nachdem, wann das Video hier rauskommt. Heute haben wir Montag. Der dritte Advent ist nicht weit hin. Dann bis dahin. Bye, bye.